Was ist das hier jetzt schon wieder? Hallo? Hallo, ich werde hier ins Dunkle hineingezogen. Also jetzt nicht wundern, warum ihr nicht seht. Ich sehe selbst nichts. Was ist denn das? Ja. Habe ich auch noch nicht erlebt. Wusste ich doch, dass da noch Eisen ist. Ein jahrelanger Abbau unter der Erde. Deswegen gibt es hier auch so viele Minenschächte. Die habe alle ich gebaut. Hat schon ein paar Jahre gedauert, aber dafür ist es auch hübsch. Natürlich nicht. Das ist alles absurd. Jetzt werde ich so Minenschächte bauen. So, mal hier mal gerade das Wasser still. So, und jetzt springen wir hier drauf und ja. Ich glaube, es ist gerade bei euch ziemlich dunkel. Ich habe aber jetzt auch kein Bett dabei. Und so sieht hier bei mir die neue Holzsorte aus übrigens. Sehr schön. Hier die Rankenkammer. Ja, es generiert sich gerade hier die Karte. Hier kann man übrigens seit neuestem auch hochklettern in den Ranken. Was ist das hier für geile Landschaften? Oh, vielleicht bauen wir ein Baumhaus in den Dschungel da, in den Dschungel hinein. Mal alles machen. Dort geht's weiter. Und ja. Ich glaube, es ist gerade ziemlich dunkel bei euch. Warte mal. So dürfte es vielleicht ein bisschen besser gehen. Ja. Müssen wir in andere Richtungen laufen. Und es schadet gerade meiner Framerate sehr, dass es hier so hell ist. Oder es schadet einfach nur, dass sich die Welt am Aufbauen ist. Ich glaube, da hinten ist eine Katze. Ne. Dort wäre ein anderes Biom, nämlich oh man, leckt das. Und ein Schaf, das auf dem Baum ist. Habe ich auch nicht. Ah, gut. Das Schaf hat sich da irgendwie reingeglitscht. Dieses Hackerschaf. Hackerschaf. Seht ihr, dass hier alles am Aufbauen ist? Deswegen gleich mal ganz kurz ein bisschen stehen. Jetzt geht auch die Framerate wieder hoch. Ich war gerade auf 3, jetzt bin ich mal wieder auf 15. Und ich muss mich gerade strecken. Das ist auch eine Kuh. Was hier sind übrigens, glaube ich, gelbe Blumen. Ach nee. Ich würde mal sagen, wir können wieder nach Hause gehen. Wir können nach Hause gehen. So, hier ist Schnee und Eis. Na, hier gleich neben dem tropischen Dschungel kommt hier auch Eis. Ah, das war mit den Texturen gemeint. Der sieht doch auch gut aus. So. Warte mal. Ich höre irgendwas hier blubbern.
hier ist aus irgendeinem Grund eine Strömung. Das darf doch eigentlich gar nicht hier sein. Aber hier blubbert's. Das heißt, hier müsste eigentlich irgendwo Lava sein. Naja. Pilz auf dem Baum ist auch mal was ganz Neues. Erlebt man auch nicht jeden Tag, dass ein Pilz auf dem Baum wächst. Oh, und hier sind Fliegenpilze, wieder unser Abendessen. Seht ihr? Pilz auf dem Baum. Toll. Nehme ich gnadenlos alle mit, so. So, gehen wir mal hier so ein bisschen lang. Und ja. Was jetzt? Ich würde sagen, bei Nacht hier rumzulaufen ist immer dumm. Deswegen sage ich mal, wir gehen mal wieder zurück. Ist ja nichts Spannendes mehr. Da ist unser Bauernhaus und da ist unser kleines Häuschen. Genau da auf dem Punkt. Und wenn wir schon gerade hier sind, könnte ich die mal sammeln. So. So, Rosen. So, Rosen. Da ist ein Loch. Dungeon. Lol. Lol. Eine Höhle mit Eisen unter Wasser. Keinerlei dagegen, irgendwas. Nur cool. So wie ich das kenne, ist hier auch irgendwo ein Reisen. Oder auch nicht. So, schwimmen wir hier wieder hoch. Schwimmen mit der Karte unter Wasser, die auch nicht kaputt geht. Das ist eine unzerstörbare Karte, ne? Das müsst ihr aber eigentlich wissen. Papier ist ja bekanntlich unzerstörbar. Und wer das jetzt glaubt, dem ziehe ich einen ab. Ich werde auch gleich jetzt wieder beenden, weil... Ja, ich habe schon mal lang aufgenommen. Hab schon... Lehm! Also hab schon... Natürlich, jetzt wird's... Was wir auf jeden Fall machen werden, ist das Portal jetzt noch an. Aber wir gehen noch nicht da durch. Haha. Aber der Hexer kommt auf jeden Fall hier unter Wasser. Ich werde auch, glaube ich, hier hinten mehr Wasser drum machen, weil 70 Blöcke drumherum spawnen Monster um einen. Und die sind ja alle im Spawner und in den Spawning Ground spawnen und nicht hier drumherum. Deswegen mache ich da Wasser hin, weil Monster nicht im Wasser spawnen. Schwimmen und tauch und tauch und tauch. Einfach weiter schwimmen und hoch. Morgendliche Aerobic, Wassersport. Wir gehen jetzt gerade auf den braunen großen Punkt zu. Da hinten ist unser Lava. Ding. Bam. Bum. Und jetzt gehen wir wieder rein. Ich wieder. Danke. So, jetzt können wir uns noch schnell vielleicht
Das und wo habe ich den Flint? Wie verlege ich die Map jetzt erstmal wieder hier rein? Die Map da rein, den Redstone da rein. Ja, 12 Moossteine, hier haben wir noch 52, sind genau 64. Wir sind ja Naturtalente. Und wir brauchen Flint und wir haben keinen Flint, oder wie? Ich meine, ins Gesicht treten. Bauen wir halt eben den Klotz so lang ab, bis Flint rauskommt. Ach Menno, wer hat Flint? Hier war schon mal die Putzfrau wieder sehr ordentlich. Den ganzen Staub noch rumfliegen gelassen. Guckt euch mal den Staub hier an. Da ist jetzt ein Flint rausgekommen. Das ist auch noch ein Flint. So. Jetzt hier nochmal rein. Und das ist unser Flint, den wir so dringend brauchen. So, so. Mal noch Gold. Noch das. Ein Ei. Brot. Ne, Brot brauchen wir noch. Hier mal noch wieder Truhen und alles. Und dann gehen wir mal mit unserem modernen Feuerzeug. Gehen wir mal gerade unser Portal anzünden und vielleicht, auch nur vielleicht, gehen wir schon durch, aber das würde ich gerne mit Monstern machen. 3, 2, 1. Nee, ich mach's noch nicht an. Oder? Hat ja perfekt geklappt. So geht's mir bei mir online auch. Ja, seht ihr immer daneben. Ja, jetzt zünde ich mich schon selbst an. Oh. Das gibt's doch nicht. Ja, es hat funktioniert. 360 Portal. Von mir aus können wir jetzt hier noch ein Feuer machen und hier ein Feuer, aber das bringt nichts, weil es eh gleich ausgeht. Aber bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ist ja gut, Portal. Also, wie gesagt, Tschüss.